Hallihallo und herzlich willkommen. Bei Two and a Half Blind. Yippieyay! Und Hallihallo und ach, wie auch immer. Schon wieder so übermotiviert, der Michel. Eine Güte. Hast du wieder eine Batterie genuckelt? Psst. Ja, still! Wie so ein HB-Männchen. Du bist ja aber auch sicher, dass du nicht gerade da irgendwo in der letzten Zeit HB geraucht hast, oder? Nee. Vielleicht habe ich ja Termiten gefrühstückt oder so, keine Ahnung. Okay. Oder es war letztens ein Gewitter, was wir nicht mitgekriegt haben und Michel hat seinen Blitz genuckelt, so heimlich. Er ist der heimliche Sohn von Zeus, nein. Aber jetzt mal zum Thema, Leute. Ja, das ist sehr interessant. Heute schweifen wir schon vor dem Thema überhaupt ab. Das ist super. Wieso abschweifen? Geht doch um das Thema. Mythologie zum Beispiel ist doch auch was davon. Ja, stimmt. Hat er recht. Also, heutiges Thema, Hörbücher, Vor- und Nachteile und eventuelle andere Sachen, die wir als Blinde zum Vorlesen benutzen können. So. Ja. Jetzt habe ich einfach mal so die Themeninformation so an mich gerissen, aber ja. Womit fangen wir denn an? Mit Hörbüchern, Hörspielen. Gibt es überhaupt Nachteile für Blinde? Nein. Und doch, tatsächlich. Weil wenn man ein Buch, also ich habe das zum Beispiel tatsächlich jetzt nicht bei den Büchern, die ich höre. Aber Jack, ich muss dir leider widersprechen, weil manche Bücher gibt es auch nur gekürzt als Hörbuch. Das stimmt, das ist natürlich wieder ein Nachteil. Sowas wird es bei mir natürlich nicht geben. Achso, also wenn dein Hörbuch jetzt mal rauskommt, dann ist das ungekürzt. Dann muss ich erst mit dem Verlag sprechen. Michel. Für alle, die es noch nicht wissen, das ist so ein Running Gag zwischen Jack und mir. ich versuche ihn immer festzulegen auf sein Hörbuch. Aber er entgeht der Sache immer sehr gut. Ja, ich kann nur das sagen, was ich sagen kann. Und mehr weiß ich nicht. Aber wenn ich das darf und Hörbuch rauskommt, dann seid ihr die Ersten, denen ich das sage. Dann wird das live bei BlindTube irgendwann mal gesagt. Das ist schon mal sehr schön. Das geht runter wie Öl. Ja. Der erste Autor, der bei uns Bekanntgabung macht, das ist sehr, 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 sehr schön. Das freut uns zutiefst. Nee, aber tatsächlich, diese gekürzten Hörbücher, ganz oft ist es gut, sag ich mal. Bei manchen Büchern brauche ich auch keine ungekürzte Fassung, aber bei tatsächlichen Romanen finde ich das immer so ein bisschen schwierig. Ich zum Beispiel habe ja hier die Romanreihe, wie hieß der denn noch? Outlander, wo es auch eine Fernsehserie zu gibt. Die gab es ja mal nur ungekürzt. So, nur gekürzt. So, und dann habe ich die ersten Bücher halt gekürzt gelesen. Die gekürzten Fassungen gingen dann so alle so um die 7-8 Stunden. Und dann hatten sie das letzte Buch nämlich nur ungekürzt rausgebracht und nicht mehr gekürzt. Und dann haben sie nach und nach halt die Sachen auch nochmal ungekürzt rausgebracht. Und ich sag euch, das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Allein das erste Buch hat in der gekürzten Fassung, glaube ich, 7 Stunden irgendwas und in der ungekürzten 34 Stunden. Oh, da haben sie also, einiges weggelassen. Ja, das ist halt so eine Sache, wo ich dann so dachte, so,
was haben sie denn da bitte runtergekürzt? Gut, okay, die Handlung ist auch in der gekürzten Fassung sehr gut zu verstehen, aber natürlich, wenn man sich für das Thema an sich interessiert und diese ganze Reise auch verstehen will, dann ist es ja wunderschön, guten Morgen Handy, danke, dass du mit uns sprichst. Nee, aber tatsächlich ist es so, dass viele Sachen auch dann an einem Punkt, wenn man sie dann das erste Mal umgekürzt hat, wenn man vorher die gekürzte Fassung gelesen hat, sehr verwunderlich, wie viel da eigentlich weggekürzt wird. Da wir jetzt wieder mitten ins Thema eingestiegen sind, hier ein kleiner Crashkurs. Hörbücher sind von Sprechern gelesene Bücher, die es ja in Papierform gibt. Und Hörspiele sind ja eher, da gibt es halt mehrere Sprecher und auch Musik und Hintergrundgeräusche. Ja, das ist eigentlich der Unterschied da zwischen Hörbuch und Hörspielen. Man kann sagen, zenetische Lesungen mit verschiedenen Sprechern. Ja. Da spricht der Fachmann. Weil wer es bis hier noch nicht wusste, der Jack spricht auch in Hörspielen mit. Ja. Aber nur in ein paar. Ja, ein paar. Okay, alles klar. Und irgendwann wird er auch sein eigenes Hörbuch lesen. Vielleicht auch irgendwann mal Gedichte. Wer weiß. Ach ja. Bitte? Mach mal ein Gedicht für Michelle. Titel der Hörbücherwurm. Es ist sehr schön, dass sie jetzt anfangen zu bohren, während wir aufnehmen. Das ich wollte das sagen. Und zu bohren als für Wände, oder was ist los? Sag mal, Michelle, du hast doch tatsächlich sogar momentan noch einen Zahnarzt im Haus, oder? Nein? Ich wollte gerade sagen, jetzt hast du ihn bald im Haus, wenn er so weiter bohrt. War in der Wohnung. Nein, unter uns war mal eine Zahnarztpraxis, aber die war eigentlich schon Geschichte. Oder, ja, die war eigentlich relativ rasch Geschichte, nachdem wir hier eingezogen sind. Jetzt kann man natürlich spekulieren, ob es daran lag, dass wir hier eingezogen sind. Vielleicht waren wir zu laut und dem Zahnarzt ist öfter mal der Bohrer während des Bohrens aus der Hand gerutscht, weil wir zu laut waren. aber ich gehe da jetzt einfach mal nicht von aus, zu unseren Gunsten. Aber der Zahnarzt ist schon länger nicht mehr da. Ach so, sonst hätte ich gesagt, der hat den Bohrer halt jetzt an der Wand angesetzt, wie der Jack schon sagte. Ja, probiert den aus, ne? Was sind die Nachwirkungen? Das ist das Bohrsyndrom. Nee, ist der neue, der ist neuer Bohrer. Bei Amazon bestellt, der muss den jetzt erstmal testen, ob der auch funktioniert. Lass einbohren. Ja, so, sind wir wieder schön vom Thema abgekommen gerade. Könnte man aber auch ein Hörspiel draus machen. Ja, stimmt, der Michel und sein Bohrer, ne? Bringen die Hilti mit. Nee, Die Erben des Zahnarztes, Teil 5. Heute Bohrer und Michel. Gelesen von Jack Tango. Ich werde in die Wand zerbohren. Die nehmen auf, die sind zu laut. Mit Klaus Kinski in seiner neuesten Rolle als Bohrerführer. Pass auf, es geht nicht so weit. Die sollen von mir lernen. Scheiße. Also für alle, die es gerade zu wenig ist, uns zu hören, ihr könnt unseren Podcast auch auf unseren YouTube-Kanälen sehen. Filtern wir eigentlich heute die Bohrgeräusche raus oder bleiben die?
Ja, ich guck mal, also auf den Videoaufnahmen werden sie auf jeden Fall bleiben. Ob ich sie rausfilter bei den nur Zuhörern, weiß ich noch nicht. Aber schön ist auch, dass der Bohrer immer dann anfängt zu bohren, wenn der Michel spricht. Zufälle gibt's. Ich finde das sehr, sehr, sehr nett von den Bohrern. Ich werde noch mal nachlegen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also, liebe Zuhörer, keine Sorge. Es ist nicht so, dass wir dich bohren wollen, aber wir machen es trotzdem. Wir müssen ja mit der Ernsthaftigkeit weitermachen hier. Wo wären wir denn dann? Mit dem zweiten Bohrkopf geht es besser. Mit Bohrbohr ist der Tag im Arsch. Die Aufnahme geht weiter. Bohrkopf kommt hoch. Ah, ich muss weinen. Oh nein! Oh bitte, Michel, ich weine! Ich hab's doch gar nicht so gemeint. Du musst doch nicht weinen, Michel. Was soll denn das? Kann man den armen Jungen mal ein paar Waffen oder sowas? Ach, oh, herrlich. Ich hab den Nerv getroffen. Der Versuch über Hörbücher, Hörspiele und Alternativen zu sprechen. Ich glaube, die heutige Folge heißt eher Two and a Half Blind und der Bohrer. Genau. Die Outtake Folge Nummer 2. Heute Bohrstörung. Ja, wollen wir denn jetzt nochmal über Hörspiele und Hörbücher reden, oder? Wo ich gerade bei den Alternativen war, hier mal kurz ein ich guck mal eben kurz nach, wie die lustige App heißt. Ja, bohr mal nach, Jan. Ja, ich bohr mal nach. Also heute machen wir Running Gag Bohrer. Okay, merken. Schreiben wir uns mal auf. Jan, hol die Blindenschreibmaschine raus, du musst aufschreiben. Nee. Heute mach ich nicht den Schriftführer. Ja, das ist auch noch eine Möglichkeit, für Blinde Bücher umzusetzen, nämlich in Brailleschrift, nur mal so nebenbei. Die Möglichkeit. Ja, aber ich habe keinen Bock, Ordner zu schleppen. Sonst wären wir noch verbohrt, das lassen wir besser weg. Nein, ich versuche jetzt nicht, sämtliche Wortspiele mit Bohren anzusetzen. Es gibt übrigens ein... eine App, die nennt sich Voice Dream. Da kann man auch theoretisch E-Books reinladen und die Stimme und dann liest eine Stimme tatsächlich ist relativ wenig mechanisch vor. Also die Stimmen sind tatsächlich sehr gut. Also die wurden aufgebohrt? Nicht, nein. Nein, aufgenommen, nicht gebohrt. Auf jeden Fall, die App nennt sich Voice Dream. Kennt ihr eigentlich schon das neue Lied der Zahnärzte? Was? Kennt ihr eigentlich schon das neue Lied der Zahnärzte? Nein. Ja, lassen wir das. Der war schlecht. Der war... Der hat sich den Wolf bohrt. Ja, den Kinofilm kenne ich auch. Gibt's auch als Hörbuch. So, jetzt sind wir wieder im Thema drin. Wunderbar. Also nicht der mit den Bohrern tanzt, ne? Also, sondern. Scheiße, Bohr, kommt nicht mehr raus. Der Bohrer. Oh Gott. Harry Potter und der Stein der Bohrer, ne? Der Zahnstein der Bohrer, richtig. Nein, Harry. Und die Kammer der Zahnärzte, ne? Ganz genau. Der,
Der Borak kenne ich, ja. Der Borak. Harry Potter und der Gefangene der Zahnärztekammer, ne? Der Borak von Azkaban, genau. Ja, und die Heiligtümer der Zahnärzte, ne? Der Halbblutbohrer. Aua! Und nicht wie heißt das neueste Machwerk? Die Märchen von Beedle dem Baden, ne? Sondern die Märchen von Beedle den Zahnarzt, ne? Die Bohrer von Beedle dem Bohrer oder sowas. Und nicht Bohrer im Wandel der Zeiten, nicht Quidditch im Wandel der Zeiten, oder? Magische Bohrwesen, genau. Also wie ihr seht, wir haben immer die besten... 50 Shades of Bohrer. Das ist dann aber schon die 30-Plus-Version, ne? Hätte vor 2000 Jahren mal keiner Hammer und Nagel gehabt. Da gäbe es einen Bohrer, ich weiß. Lassen wir das Thema jetzt. Always bore on the bright side of life. Die Tribute der Bohrinsel, ne? Wenn es euch bis jetzt gefallen hat und ihr bis jetzt noch lebt, lasst mal ein Like da, egal wie. Der hat Nerven, ey. Ich kann auch knallhart. Ja, vielleicht haben wir ja einen Nerv getroffen. Eben. Aber so verbohrt sind wir ja nicht, ne? Oh, da geht er schon wieder los. Ich werde euch bohren. Sag mal, kann es sein, dass Sergej vielleicht bei dir nebenan einzieht oder irgendwas? Wer weiß? Aber da fehlt mir was ein. Da gab es bei mir in meinem Buch ein Kapitel. Könnt ihr euch noch dran erinnern? Du meinst mit Udo Jürgens? Nee, in meinem Buch. Lindenberg, nicht Jürgens. Oh, das ist auch kein Problem. Der bot mir auch immer eins hinterm Ohr, ja. Oh Gott, das will. Hey, forder mich nicht raus, du verlierst. In meinem Buch fällt mir gerade Maze Runner, die Auserwählten der Bohrer. Wir müssen jetzt aufhören nachzubohren. Ja, aber Jack wollte jetzt was sagen zu seinem Buch. Achso, ja, stimmt. Fällt mir gerade ein. Da gab es doch auch bei mir in meinem Buch ein Kapitel, was mit Bohren zu tun hat. Die Tücken der Technik. Könnt ihr euch daran erinnern? Stimmt, das hattest du auch in unserem Stream vorgelesen. Ich such's mal raus. Ich habe zufällig das Buch hier und mache ein Zitat davon. Ich mache ja keine Werbung, keine Lesung gerade. Ja, zufällig mal das Buch hier. Zufällig, ja. Ja, ich halte ja nicht in die Kamera, ne? Selbst wenn, mein Gott. Ja, Schleichwerbung, Michel, das geht also, nicht. Ich zitiere aus meinem Buch. Um das Ganze mal abzukürzen, nach 33 Bohrversuchen dürfte die Wand meines Nachbarns einer Schweizer Käsescheibe gleichen. So, reicht. Ja, also Michel, weißt du Bescheid, ne? Na gut, ich zieh bald aus. Und gleich. Ja, aber... Aber wäre ja echt beschissen, wenn du die letzten paar Tage in deiner alten Wohnung dann mit einem riesen Loch im Schlafzimmer leben musst, oder? Ja, da gäbe es auf jeden Fall eine Menge Einblicke in mein Leben. Ja, dann auf der anderen Seite einfach Kameras aufstellen, dann passt schon. Ja. Bora is watching you. Ne? Neues Format auf unserem Kanal, Jan. Boah, Vlog Nummer 1. So, jetzt versuchen wir es nochmal. Thema Hörspiel. Ja, tatsächlich. Ich freue mich auf den 7.5., meine Freunde, wo wir gerade bei Hörbüchern und Hörspielen sind. Weil da kommt nämlich endlich
der vorerst letzte Teil der Reihe, der Survival Quest Reihe raus. Die kenne ich nicht. Da haben wir ja schon auf unserem Kanal öfter drüber geredet jetzt. Ja, wenn es interessiert, schaut vorbei bei BlindTube. Auf jeden Fall, da kommt jetzt der vorerst letzte Band raus. Da freue ich mich schon sehr drauf. Ich bin gerade dabei, alle anderen, also die 6 Vorgänger, davon erstmal nochmal zu hören. Mal gucken, ob ich das bis nächste Woche Freitag schaffe. Ich bin gespannt. Wenn er nicht zum Zahnarzt muss? Oder gebohrt wird? Wir haben gerade die Kurve gekriegt. Wisst ihr? Aber apropos bohren, habe ich schon mal erzählt, dass ich neue Fenster kriege? Nein, Quatsch, anderes Thema. Ja. Ach so, deswegen habe ich noch keine Fenster, weil der ist gerade bei dir, Michelle, und macht bei dir die Fenster. Sag das doch. Er stemmt gerade die Wand auf. Oder der will bei uns die Fenster klauen, damit er die bei dir reinsetzen kann. Aber du hast doch, ich habe doch nur 3 Fenster und 2 davon sind Balkontüren. Ja, siehst du, also halt, der arbeitet schon auf Balkon. Nein. Okay, jetzt wird Jan auch zum Hörbuchsprecher. Wir können ja mal gemeinsam das Hörbuch aufnehmen. Wir sind ja schon fast das beste Lachmuskeltraining-Hörspiel. Stimmt, wir nennen die Folge hier einfach Training für die Lachmuskeln. Ein Verbotstraining, genau. Ich krieg die Tür nicht zu, Sollen wir sie aufbohren? Na bitte! Genau, wir können die Folge aufgebohrt und weggeflext nennen. Ja, gut, geil. Ich seh schon die manuelle Prüfung bei Apple auf uns zu rollen. Wir machen ja keine Schleichwerbung. Da bohre ich extra nach, um das rauszufinden, ja. Ja, nee, aber tatsächlich, es ist keine Schleichwerbung, wenn ich sage, unser Podcast ist auf Apple Podcasts verfügbar, da könnt ihr uns hören. Ihr könnt uns YouTube-Kanälen hören. Auf Spotify dürft ihr uns auch gerne genießen. Ihr könnt auch bei uns nachbohren, falls ihr Fragen habt. Genau. Das bitte dann als Sprachnachricht, damit, falls ihr das wollt, wir das auch hier einspielen können. Ja. Und falls ihr zufällig einen Schalldämpfer für Bohrmaschinen habt, schickt ihn mal an Michel. Adresse wird an dieser Stelle unten nicht eingeblendet. Ja. Ne? Wie es auch schon in unserem Impressum steht, für Pakete bitte gesondert nachfragen. Ja, vielen Dank. Oder bohrt einfach ins Postfach. Ja, nee, ich glaube, dann steigen uns unsere Dienstleister aufs Dach. Nein, bitte nicht. Hörspiele, ja. Ja. Gottes Willen, wir haben irgendwie schon ziemlich die Zeit irgendwie so, ne? Was sind eure Lieblingshörspiele? So. Ja, gut, also hier. Der Opa muss jetzt die Kurve mal kriegen, also. Jetzt. Ich bin ja der Älteste von uns, also von daher. Ja. Nicht der Opa, sondern der Opa, ne? Genau, der Opa. Opa der Jack. Opa ohne Hilti. Genau. Opa, bring die Hilti mit. Nein, jetzt fangen wir schon wieder an. Nein. Nein, also, fange ich mal an. Also, was ich momentan höre ich halt mehr Hörbücher tatsächlich, aber wenn ich mir in der letzten Zeit
Hörspiele angehört habe, war es Face van Helsing oder die drei Fragezeichen. So. Drei Fragezeichen ist ja Kult. Ja, ich habe in letzter Zeit zum Beispiel Auris zu Ende gehört, da kam ja der dritte Teil. Und Ghostbox, den dritten Teil, habe ich auch gehört. Die letzten Sachen, die ich gehört habe, das war auch ein Podcast von Audible, um mal keine Schleichwerbung zu machen, zum Thema Gruselsachen. Das sind Schauergeschichten von Sachen, die es damals gab, so Ängste der vergangenen Zeiten. Ist auch für jeden, der es mag, doch recht interessant. Und dann noch Geschichten von Renate Bergmann, die Online-Omi, falls das mal irgendwie schon mal was gesagt wurde darüber, falls das bekannt ist. Es lohnt sich, ist lustig. Also, wo wir gerade bei Podcasts sind, kann ich auch sehr empfehlen, hier, wie heißen sie denn? Auf der Bahn. Genau, so heißt der Podcast. Auf der Reeperbahn. Nee. Nein, tatsächlich sind die auf der Autobahn unterwegs. Die nehmen den Podcast auf dem Auto, im Auto auf, während, ne? Da bohrt wenigstens keiner. Nee, das ist mindestens schlecht, wenn da einer bohren würde. Aber das ist auch eine Idee. Hat man mal eine Tour von zig Kilometern, auch mal einfach mal einen Podcast daraus. Ja. Und man zwischendurch in 100 Metern bitte wenden. Shit, ich bin genau auf der Autobahn. Aber jetzt, vielleicht wollen wir jetzt, bevor wir gleich aufhören, kurz Vor- und Nachteile nochmal im Schnelldurchlauf besprechen. Damit wir wenigstens das tun, was wir tun wollten. Ja, Vor- und Nachteile. Also wie gesagt, also Nachteil ist natürlich, viele Sachen kriegst du nur ungekürzt, leider Gottes. Du meinst gekürzt? Meine ich ja. Viele Dinge kriegst du nur gekürzt. Der Vorteil ist aber, du musst deine Augen nicht anstrengen. Ja, oder du bist nicht auf deine Augen angewiesen, sagen wir es so. Ne? Es ist halt die Möglichkeit, trotz einer Blindheit oder hochgradigen Sehbeeinträchtigung die Möglichkeit zu haben, auch Literatur zu genießen. Ja, das ist alles bisher ein Vorteil. Und ich finde es auch sehr schön, wenn man zum Beispiel gerade im Haushalt was macht oder sich einfach mal entspannen möchte, dann macht man sich ein Hörbuch an. Und man taucht in die fremde Welt ein, man kann ja Kopfkino in dem Fall genießen und solange keiner bohrt, ist alles gut. Ja. Fällt euch was auf, Jungs? Hätten wir das zu Anfang gemacht, wäre die Folge nach 5 Minuten zu Ende gewesen. Ja, siehst du mal. Uns, Meister. Ja. Meister, die Russen kommen. Hey Gott, wenn der Bohrer hat eine Umwucht, das stimmt was nicht. Da muss ich doch mal gucken, du. Hey, das war die Leitung. Ja, also wenn ihr wollt, dass wir auch mal ein Hörspiel gemeinsam machen, dann lasst es uns wissen. Per Sprachnachricht, wie gesagt, könnt ihr uns erreichen. Bitte vorher sagen, ob die eingespielt werden darf oder nicht. Je nachdem werden wir sie dann verwenden. Genau. Wortest du uns auf die Pinnwand? Ja, oder besucht unsere Social-Media-Geschichten. Wir haben sogar eine eigene Seite auf Facebook. Two and a Half Blind. Ja. So viel dazu. Nachdem der Nachbar von Michelle anscheinend die Tapete jetzt angebohrt hat und die fest sitzt, haben wir es geschafft. Ja, gut. Okay, ich würde sagen.
Ja, ich würde sagen, die Folge ist dann hier zu Ende. Ihr könnt alle wieder an eure Baustellen gehen. Holt den Bohrer raus. Und die Bohrmaschine anschmeißen. Genau. Und, Schönen Tag noch und wir sehen uns üblicherweise in 14... wir sehen uns, genau. Ja, nee, da sind wir wieder. Wir sehen ich sehe uns euch schon, ja. In 14 Tagen wieder. So sieht dit aus. Tschö. Tschüss. Ciao.